Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrter Kollege Ernst, ich hatte gedacht, es ist heute die Debatte um den Wirtschaftshaushalt. Aber Sie haben wahrscheinlich eher das verwechselt mit einer Parteitagsrede vor Ihren Genossen. Und wenn Sie schon die Frage der sozialen Gerechtigkeit in Deutschland ansprechen, da kann ich Ihnen sagen, es gab mal den Slogan, gerecht ist, was Arbeit schafft. Und Herr Kollege Ernst, seitdem die CDU-CSU wieder in der Regierung ist, seitdem wir Rot-Grün abgelöst haben 2005, kann ich nur sagen, haben wir über 5 Millionen zusätzliche sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse. 5 Millionen in 10 Jahren und das trotz zwei sehr einschneidender Krisen, nämlich der Wirtschaftskrise und der Eurokrise. Und wenn das nicht ein Ausdruck dessen ist, dass in Deutschland sich die Gesamtsituation in der Beschäftigung und damit auch die Einkommensverhältnisse wesentlich verbessert haben, dann weiß ich ja nicht, was Sie noch erwarten. Und wenn Sie sagen, die 1.000 Euro, die der Minister angesprochen hat bei den Nettolöhnen, da kann ich Ihnen noch eine Zahl sagen, Sie wollten es ja gerne prozentual, 3,2% bei den Bruttolöhnen pro Jahr ist die Entwicklung in Deutschland. Und das ist inflationsbereinigt. Und da können Sie sehen, dass auch neu geschaffene Arbeitsplätze dazu führen, dass die Menschen mehr Einkommen generieren können. Und genau das ist doch der Sinn von Wirtschaftspolitik. Und deswegen ist Wirtschaftspolitik, meine Damen und Herren, Zukunftspolitik. Und die Dinge, die wir jetzt im Haushalt anschieben, das sind Dinge, die nicht heute und morgen wirken, sondern die übermorgen und überübermorgen ihre Wirkung entfalten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir heute kluge Beschlüsse fassen. Und ich möchte schon zu dem Thema Haushalt ein paar Worte verlieren, weil es ja, wie gesagt, hier auch um die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft in Deutschland geht. Und manche denken ja immer wieder, sozusagen, dass die Wirtschaft so gut läuft in Deutschland, das ist Gott gegeben, da muss man auch nichts tun. Aber, meine Damen und Herren, das ist ein großer Irrtum. Niemand auf der Welt wartet darauf, dass wir in Deutschland aus der Knete kommen, verschiedene Dinge mal voranzuschieben. Und wenn man sich die Entwicklung der Wirtschaft in den nächsten Jahren ansieht, dann weiß man ja, und das ist ja, glaube ich, unumstrittener Fakt, dass die Digitalisierung der Wirtschaft der entscheidende Fakt sein wird, um überhaupt weltwirtschaftlich noch konkurrenzfähig zu sein. Und da ist es uns gelungen, in Deutschland mit dem Begriff Industrie 4.0 ein Markenzeichen, eine Marke zu schaffen, eine weltweite Marke. Und selbst im englischsprachigen Raum verwendet man heute für die Digitalisierung der Wirtschaft den Begriff Industrie 4.0. Und nun ist es natürlich an uns, wenn man die Marke geschaffen hat, diese Marke auch auszufüllen und sie zum Erfolg zu bringen. Und ich denke, der Haushalt, der uns jetzt vorliegt, der Haushaltsentwurf, das ist genau der Schritt dahin, um diese Marke mit Inhalten zu füllen. Und was braucht man, meine Damen und Herren, für die Digitalisierung der Wirtschaft? Man braucht natürlich Erfolge in den Schlüsseltechnologien. Und eine Voraussetzung zum Gelingen von Industrie 4.0 ist zum Beispiel das Thema Mikroelektronik. Jahrelang hat das in der öffentlichen Diskussion in Deutschland etwas ein Schattendasein geführt, weil man der Annahme war, oder viele dachten das, ja, die Mikroelektronik, die gibt es doch in Deutschland oder Europa gar nicht mehr, die ist doch sowieso schon lange in Asien. Aber es ist ein großer Irrtum. Und wenn wir die Mikroelektronik in Deutschland und in Europa nicht weiterentwickeln, wenn wir das den Asiaten und den Amerikanern überlassen, meine Damen und Herren, dann kann ich Ihnen sagen, dann wird es für die Industrie 4.0 in Deutschland auch schwierig. Und auch das ist klar, neben der Mikroelektronik, neben der Softwareentwicklung, brauchen wir ein völlig neues Netz zur Datenübertragung. Der sogenannte G5-Standard, der ebenso in Deutschland im Moment weltweit an der Spitze entwickelt wird. Und es wird ganz entscheidend darauf ankommen, dass in den nächsten Jahren dieser sogenannte G5-Standard in Deutschland schnell Platz greift, weil nur mit diesem Standard überhaupt zum Beispiel autonomes Fahren mit Autos oder die Digitalisierung der Industrie möglich ist. Und Herr Minister, bei der Mikroelektronik sind die Voraussetzungen geschaffen worden für die nächsten Jahre, dass wir hier durchaus erfolgreich sein können. Bei dem G5
Entwicklungen wäre doch zu überlegen, ob man hier nicht noch mal einen etwas größeren Schub macht, ob man hier noch mal auch ein Sonderprogramm entwickelt, damit zum Beispiel die beteiligten Universitäten nicht bloß immer Anträge beim BMBF stellen können, sondern dass man hier ganz einfach dafür sorgt, dass G5, unter dem sich ja viele Leute auch nichts vorstellen können, dass man das praktisch auch mal augenscheinlich macht, damit man ein Verständnis dafür erzeugt, was eigentlich dieser neue Standard sein kann. Positiv im Haushalt ist das Kapitel Digitale Agenda, dass dieses Kapitel noch mal deutlich mit Mitteln aufgestockt wird. Aber wenn man sich jetzt mal diesen ganzen Haushalt durchsieht, dann muss man also feststellen, dass zum Beispiel die verschiedenen Titel für die digitale Agenda und für die Industrie 4.0 sehr unterschiedlich veranschlagt sind. Ich würde sehr dafür plädieren, dass man das mal zusammenfasst, dass man hier sozusagen klar macht, dass die Industrie 4.0, die Digitalisierung der Wirtschaft, auch im Haushalt eine wichtige Rolle spielt. Meine Damen und Herren, es sprach ja vorhin ein Redner, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war, davon, ZIM wäre eine halbe Milliarde und der Rest würde zu den Großkonzernen fließen. Das ist natürlich völliger Unfug. Auch die Programmteile für die Luft- und Raumfahrt im Haushalt sind, erstens mal ist die Luft- und Raumfahrt ein wichtiger, ein innovativer Industriezweig in Deutschland. Dort arbeiten auch Menschen, bloß dass man das nochmal sagen, dort gibt es auch Arbeitsplätze. Und selbst bei der Luft- und Raumfahrt, meine Damen und Herren, gibt es mittelständische Unternehmen. Und derjenige Redner, der das vorhin von sich gegeben hat, sollte mal einen Blick in den Haushalt werfen, weil im Haushalt auch die Quoten für die Mittelständler genau ausgewiesen werden. Also jetzt das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand auszuspielen mit dem Thema Luft- und Raumfahrt, halte ich für völligen Unfug. Zumal zum Beispiel die Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsförderung eben ein klassisches Mittelspannungsprogramm ist. Und man muss schon die Dinge im Haushalt mal zusammenrechnen, die ganz spezifisch für den Mittelstand sind. Und dann wird man sehen, der Haushalt des Bundeswirtschaftsministeriums ist im Prinzip ein Haushalt für die mittelständische Wirtschaft in Deutschland. Zu dem Thema Außenwirtschaft noch mal. Also, Herr Hofreiter, Sie hätten sollen vielleicht sich mal beteiligen an der Anhörung zu CETA in dieser Woche, dann hätten Sie jetzt nicht solche halbgeweigten Sachen von sich gegeben. Denn die Dinge, die Sie angesprochen haben, haben Ihre Kollegen und auch die linke Seite in der Anhörung angesprochen. Und vielleicht hätten Sie die Meinung der Experten mal hören sollen. Dann können Sie ja mal darüber nachdenken, ob vielleicht Ihr Standpunkt, den Sie einnehmen, fachlich einfach nicht untermauert ist. Ja, und das müssen Sie auch als Politiker anerkennen. So wie Sie mit Ihrer Ideologie die Physik nicht außer Kraft setzen können bei der Energiewende, so können Sie auch mit Ideologie keine Handelspolitik machen. So einfach ist das. Ja, also empfehle Ihnen, nutzen Sie die fachliche Kompetenz von Anhörungen, damit Sie auch hier im Plenum fachgerecht diskutieren können. Zum Thema Außenwirtschaft, Herr Minister, wäre noch mal aus meiner Sicht die Frage, wir haben ja eine Menge verschiedener Exportinitiativen, Gesundheitswirtschaft, Energiepolitik, regenerative Energien und weitere Exportinitiativen. Auch hier wäre zu überlegen, ob man nicht diese Exportinitiativen mal bündelt, um sozusagen etwas transparenter zu machen, auch für Außenstehende, was im Prinzip mit diesen Initiativen eigentlich erreicht werden soll. Und jetzt war zu lesen diese Woche in den Zeitungen, dass die deutsche Wirtschaft eigentlich am besten im Export der Welt aufgestellt ist, weil sie sehr diversifiziert ist. Sie hat nicht nur einen Markt, sondern sie hat weltweit viele Märkte. Nur auf einem Markt, Herr Minister, sind wir nicht so gut vertreten, und das ist der Markt in Afrika. Und ich kann nur hier noch mal dazu werben, wir sollten Afrika, den ganzen Kontinent Afrika, nicht den Chinesen, Türken, Indern oder anderen überlassen, sondern wir sollten uns gemeinschaftlich bemühen, dass die deutsche Wirtschaft mit mehr Engagement in Afrika unterwegs sein kann. Und ich würde noch mal hier anregen, dass man sich im Hause des Bundeswirtschaftsministeriums schon noch mal zu einer Strategie zusammenrauft, wie wir in den nächsten Jahren auch in Afrika wieder mehr Fuß fassen können. Also das wäre jedenfalls mein großer Wunsch.
Die Eröffnung der neuen Büros in Sambia und in Mosambik, die geht ja erstmal in die Richtung, aber man braucht einen generellen Ansatz, um in Afrika tätig zu werden. Und vor allem geht es auch darum, die mittelständische Wirtschaft nach Afrika zu bringen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zusammenfassend der Vorschlag des Bundeswirtschaftsministeriums. Wir finden diesen erstmal sehr positiv. Man kann sicherlich noch einige Diskussionen führen, aber er stellt die Weichen für eine erfolgreiche weitere Entwicklung in Deutschland. Vielen Dank. Und nun spricht die Kollegin Anja Heiduck für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.